Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Jena gegen Wolfgang, das zweite Team der Hamburg Werewolves. Wir haben gerade schon das Brooms Up ein bisschen verpasst, also wir nicht, wir waren hier, aber wir waren noch nicht zu hören. Ich bin Rabea aus Braunschweig und neben mir... Ja, genau, ich sitz neben mir, Rabea, das weiß ich jetzt, nein. Ich bin Pauli und ich spiele eigentlich für Hamburg, bin aber injured und somit non-playing und... Wir sehen gerade einen Brooms Down und können vielleicht in der Zeit ein bisschen erzählen, wie die Teams so bis jetzt sich geschlagen haben. Ich würde kurz noch sagen, was wir eben noch nicht erzählt haben. Die Nummer 9 von Jena ist gerade direkt auf den Quaffel gegangen und durchgedrived. Das wäre schon das erste Tor für Jena. Genau. Ja. Wir wissen aber noch nicht, ob es gut gegeben ist oder nicht. Jena hat heute 2 Spiele gehabt. Das ist deren drittes Spiel und... sie haben davon 1 gewonnen und 1 verloren. Ziemlich deutlich gewonnen und ziemlich deutlich verloren. Und die Wolfgang hat noch kein Spiel gewonnen, aber ja, ganz solide dabei. Ja, also Jena hat bisher gegen Bielefeld, gegen das Erstteam, die Bielefelder Basilisken, gespielt und dort deutlich verloren, was keine Schande ist. Bielefeld. Für mich eins der Top-Teams, was hier dabei ist. Und gegen Frankfurt Manticores haben Jena schon gewonnen. Genau. Hamburg hat gegen beide Spieler beide ebenfalls gespielt, aber keins der beiden Spiele für sich entscheiden können. Und jetzt geht es weiter. Wir sind gerade Tim Nummer 12. Oh! Mit einem Torversuch oder Pass. Aber der leider nicht angekommen ist. Und jetzt haben wir einen Keepers Ball von Jena, der Nummer 9. Stefan. Co-Trainer und Sportwissenschaftler. Man möchte meinen, er sollte sportlich sein. Und das ist er. Also ich habe den schon mal ein paar Mal beim Ostligaspieltag gesehen, als ich zugeschaut habe. Der haut ordentlich was raus für sein Team. Also der. Ja, ich meine auch, der war letztes Jahr beim Nazio-Auswahltraining und. Ja. Und hat sich nicht schlecht geschlagen. Dabei. Oh, und das war leider daneben von Nils, die Nummer 10. Ja, die Nummer 10, genau, die Nummer 9 und 10. Auch sehr sportlich. Kennt man auf jeden Fall. Vom Sehen zumindest. Genau, das war ein Tor für Jena. Damit steht es jetzt 10-0. Oder 20-0, das erste. Der Score da hinten sagt 10-0. Gut. Ich nehme den. Okay, mach mal. Ich würde dem auch vertrauen. Sind wir uns jetzt ein. Genau. Wir sind jetzt wieder Hamburg im Aufbau. Svenja als Keeperin hat den Quaffel und trägt ihn auch über die Mittellinie. Die Hamburger haben nur einen Bludger, den Frieda hat und den sie vor dem Quaffel herträgt. Sie ist jetzt Beat und das wird jetzt schwierig zu holen für die Hamburger. Ja. Weil da keine Bludger mehr sind. Und das ist ein leichter Konter, den Nils da einfach durch den mittleren Hoop stecken kann. Ja, im Hintergrund sehen wir Philipp als Golden Ref, der dann doch nochmal laufen musste, weil er ein bisschen weit geflogen ist. Aber back to we were again. Svenja baut den Oh nein, doch nicht. Svenja gibt den Ball zu Tim und wechselt raus. Gegen Kevin. Relativ neue Spieler generell in der Wolfgang. Sind sehr viele neue Leute dabei, wie es bei Jena. Jetzt hat Hamburg tatsächlich die Control geholt und es gibt keinen Bludger in der Verteidigung. Immer noch keinen Bludger. Ja. Die Chance müssen sie jetzt nutzen. Die Chance müssen sie nutzen. Nach hinten. Hinten steht jemand. Ja, nein, alle reißen an den Ball und der geht da raus. Und der Jena-Keeper. Stefan sprintet über die linke Seite und kann nicht mehr aufgehalten werden. Hat es wunderschön mit einem Haken Kevin in dem Fall ausgetrickst. Und kein Bieter, der Hamburger war hinten bereit und geladen. Generell hat Hamburg gar keine Bludger und jetzt wird Immunity geclaimed von Lennart, der auffüllt aus Osnabrück. Genau, der Quaffel geht nun langsam über die Mittellinie.
Und sie versuchen vorsichtig, glaube ich, Control wieder zu bekommen. Oh, da gab es einen Doppelbeat der beiden Beater der Hamburger. Jetzt müssen sie was tun. Jetzt muss Hamburg hier ein bisschen langsam spielen eigentlich. Und am Loop war jemand. Das bei, ist eigentlich ist ganz gut, gebietet, was Tim da macht. Aber leider jetzt auch zu lange hat es gedauert. Ja, und er hatte leider keine Anspielstation mehr, weil die auch weggebietet wurden. Auch gebietet. Ja. Jetzt sehen wir einen langsameren Aufbau von Jena und mal nicht so einen Counter-Drive. Ich glaube, so einen richtig langsamen Aufbau hatten wir erst einmal und der ist dann auch irgendwie sehr schnell geworden. Ja, hinten ist ein Troll, der ja doch bemerkt wurde mittlerweile. Da, und der Drive kommt genau an der richtigen Stelle. Einmal durch den Hub gesprungen und alles mit umgerissen, was so da war. Das war die Nummer, kann ich nicht erkennen, aber auf jeden Fall ein großer Chaser. Der mit Mütze. Der mit Mütze. Und kann sein, und wir machen gerade einen Stopp wegen nee, Broken nicht Room. 12, 14, 24. 14? 14. 14. Das ist Moritz. Moritz. Hat hier sehr gut die Lücke erkannt, die Beater ihm da geschaffen haben. Hat dabei und auch noch einen Hub mitgenommen, einen Spieler und einen Blut kaputt gemacht. Also mit voller Karacho rein. Ne? Ja, was muss, das muss. Wenn das Tor drin ist, dann kann man das ja auch einfach mal so machen. Genau. Solange man da mal niemanden verletzt, bin ich da auch gar nicht böse, muss ich sagen. Das sah alles ziemlich clean aus. Materialschäden genau. Sind da der geringste. Moritz, yes. Moritz wird jetzt auch zurückgerufen von seinem Team, da er vorne schon ein bisschen aufräumt. Oh, das war sehr gut gemacht. Hat sich Control quasi fast wiedergeholt. Frieda ist zwar gebietet, hat aber hinten einen Bludger für sich liegen. Hamburg kann jetzt nun eigentlich schneller in den Aufbau, macht ja. Das aber nicht. Die sind immer noch langsam, obwohl da die Lücke da war. Und komm, rein. Und guter Tackle von Stefan. Ja, aber sie ist noch on boom und hat auch. Sie hat gar keinen Besen mehr. Der ist da weggeflogen im Tackle. Ja, und jetzt haben wir einen Worms Down für eine Advanced Penalty. Das heißt, ein Foul. Advanced? Ein Delayed. Delayed, ja, genau. Ein Foul, was die Assistant Referees gesehen haben. Dann zeigen sie es an und dann wird gewartet, bis der Angriff vorbei ist. Damit man das Spiel ein bisschen am Laufen hält und nicht die ganze Zeit. Genau. Abpfeift, weil dieses Spiel lebt voll der Geschwindigkeit. Hast du was gesehen? Nee, ich habe aber auch nicht so drauf geachtet. Es könnte sein, dass was mit dem Tackle war. Oder die Bieter-Situation hier vorne, das kann auch sein. Ich meine, ja. Dass Lennart die Speaking Captains der beiden Teams reden noch ein bisschen mit den Referees. Es scheint auch ein bisschen so was wie ein Chat gewesen ist, seitlich. Sie führen es auch noch beide aneinander vor. Sie haben sich auch vorhin schon getroffen und gut verstanden. Also genau, das ist auch so. So langsam geht das Spiel weiter. Speaking Captain, der es gibt keinen Call, anscheinend kein Foul oder no harm, no foul. Genau. Der Speaking Captain von Jena ist jetzt auch ausgetauscht als Peter. Die Nummer 1 ist raus und wir haben dort die Nummer 42. Einfach von hinten rangegangen. Vorsicht da. Ja, Vorsicht Nummer 42. Das sah sehr ja. Gut aus. Ich glaube, das gut wurde gesehen, auch gesehen von den Assistant Refs. Es war halt es gibt nicht jetzt extrem, aber keine Bieter für die Jena. Die könnten jetzt eigentlich einfach Tim driven sich das Ding und sich geht durch. Das war ein bisschen ärgerlich, dass jetzt das kommt. In dieser No-Beater-Situation für die Hamburger. Ja, ich hoffe, sie merken es. Ich glaube, Agnes guckt sich auf jeden Fall panisch um. Und vielleicht realisiert sie, dass keine Beater da sind. Das wäre schön. Ja. Wenn sie dann doch mal ihr erstes Tor machen. Ja. Genau, das, was wir gerade schon gesehen sehr haben. Sehr schön. Nummer 42. Daniel hat von hinten getackelt, was nicht erlaubt ist. Und jetzt hat Jena einen Beater weniger und hoffentlich nutzt Hamburg diese Chance aus. Wir haben hier ein wirklich gutes Ref-Team. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Hamburg geht jetzt rechts über die rechte Seite, schnell. Dann kommt der Pass nach vorne, der nicht ganz ankommt. Aber sie hat ihn noch, Es geht weiter, Ein Beater ist noch da allerdings. Ja. Kommt Agnes an den Ball? Nein. Leider nicht, aber
Wir haben natürlich immer, also Hamburg hat natürlich immer Kontrolle. Ich habe nicht versucht, gerade wir zu sagen, nein. Da einer der Jena-Bieter, ja, in der Fanart ist. Das ist falsch rum, der, die Seiten. Also der Score passt zu den Seiten, aber... Genau, wahrscheinlich. Jetzt sehen wir hier die Nummer 1 eben als Bieter drauf, jetzt als Keeper drauf. Scheint Multitalent zu sein. Schade, da und wurde ein... Ja, sehr da, gut, sehr gut gemacht. Schöne Verteidigung. Da war der Beat an der richtigen Stelle von der Nummer 9 Hamburg gegen die Nummer 44. Und die Keeperin stand direkt da und konnte den Quaffel abfangen. Genau. Als Headref haben wir hier... Lena aus Heidelberg. Genau, und wir haben auch noch ein paar andere Heidelberger, die mit das Ref-Team verstärken. Ja. Ich finde, die machen das richtig super. Also ich bin gerade ziemlich begeistert vom Ref-Team. Die machen einen guten Job. Ja, auf jeden Fall. Die Hamburger müssten jetzt da ist der erste so langsam... Set. Genau, die Hamburger haben sich jetzt Control geholt. Ja. Jetzt haben wir übrigens Marleen als Bieterin auf dem Spielfeld. Eigentlich eine etwas ältere Spielerin, aber nach Lübeck gezogen. Und... Insofern nicht mehr so oft dabei, aber... Und los, los, jetzt muss Hamburg starten, jetzt müssen sie durch. Jetzt müssen sie das machen. Marleen räumt da ein bisschen auf, hat ihren Bludger aber ein bisschen zu weit verloren und Tim kommt da nicht ganz ran und... Die räumen aber auch jedes Mal den Hub mit ab, die Jena. Ja, ich glaube, sie haben da ein Fable. Vielleicht. Vielleicht denken sie, das ist ihre Medaille. Das Trophäe mit nach Hause. Und das... Das Tor eben war von der Nummer 1, Marin Schmidt, der auch Trainer ist. Und wie wir auf unserem kleinen Cheat-Sheet lesen können, davon werden wir vielleicht später nochmal was sehen. Natürlich kennen wir alle. Leute. Mitglied der Catch-Fraktion. Ich hoffe, dass das heißt, dass er ein guter Seeker ist. Vielleicht ist er auch der Einzige, der in Jena catcht, aber das glaube ich nicht. Da sind ja noch ein paar andere, die das auch ganz gut können. Schauen wir mal. Da werden wir uns später überraschen lassen, was, da, genau, was wir dazu haben. Auf jener Seite sehen wir ein sehr bekanntes Gesicht, die Nummer 15 als Bieterin. Sie hat das Team gegründet. Und Jena hat sich auch den Quaffel gesaved und den anderen gerettet und baut jetzt auch mal wieder langsamer auf. Sie haben die Control und können sich die Zeit jetzt auch wirklich nehmen im Angriff. Ja, genau. Und sie bauen auch, glaube ich, vernünftig auf mit einem Troll und Tim versucht da dran zu sein und da war auf jeden Fall auch ein Beat, das heißt die Nummer 1 ist raus. Tim aber, versucht immer noch zu aber verteidigen. Aber immer noch durchgedrived. Ja. Die haben ja echt viele Drive-Chancen gerade, die Jena. Das, ja. Ja. Wäre für Hamburg langsam mal in der Zeit, sich vielleicht ein mal zu gucken, wie sie sich vielleicht besser gegen diese Drives verteidigen können. Sehr gut gesetzter und Beat von Markus. Aber da ist er zu langsam leider. Ein Tick zu langsam. Tick zu spät realisiert. Jetzt müsste Tim die Passchance nutzen. Das und Kevin ist leider auch, aber... Also, aber... Jena gibt Hamburg Zeit, ihre ganzen Off-Broom-Leute einzutaggen und baut langsam auf. Und wieder eine ähnliche Situation. Der Jena-Keeper gegen Tim und Kevin. Tim scheint auch ein bisschen kaputt zu sein und hat jetzt gegen Björn gewechselt. Bei Jena sehen wir gerade eine 2-2-Verteidigung, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sieht so aus. Mit Larger Control? Ja. Die 1 der 2-2 ist quasi weg. Und jetzt wäre es eine Chance. Hä? Oh, das war Friendly Fire und ein falscher Call. Ja. Sehr ärgerlich, das hätte eine gute Chance werden können. Der Tackle war auch leicht von hinten angesetzt, der Dummy da runtergeholt hat.
Aber es hat wohl keiner gesehen? Ja. Oder? Es gab hier ein paar mahnende Worte des Assistant Referees für das Meckern der Hamburger. Wobei ich das gar nicht so doll gesehen habe. Ich glaube, ich hätte mehr gemeckert in der Situation. Oh, ja, da haben sie eine Chance, ihren Koffel doch noch zu verteidigen. Und der Pass geht ins Nichts und an den Keeper von Hamburg. Bei Hamburg wird nochmal fleißig durchgewechselt. Und jetzt geht's mit Control wieder in den Angriff. Ich habe auch das Gefühl, Control ist mehr bei Hamburg. Ja, ich weiß nicht. Ausgeglichen zumindest. Es ist tatsächlich nicht so eindeutig, genau. Also das Beater-Game, da ist wirklich gut Luft. Und da ist gut Luft für die Hamburger. Da müssten sie das nutzen. Los geht's. Los, Hamburg. Los, Hamburg. Los. Ende des Pitches. Aber nein, da geht niemand durch. Ich glaube, was den Hamburgern hier fehlt. Die Drive-Technik fehlt. Kevin probiert es leider. Gut, aber der Keeper war da. Ja, es ist noch ein sehr unerfahrenes Team, beziehungsweise die Spieler oder die meisten SpielerInnen sind noch. Die Hamburger können jetzt einen Triple Bludger spielen, wenn sie das wollen. Nein, sie können es nicht und sie wollen es nicht. Dafür hätten sie ein bisschen schneller machen müssen. Ja, ich glaube, ihnen ist es sicherer, die Bälle in der Hand zu haben. Ich denke auch, dass das für ein Team... sehen wir Björn, der echt... Zwei Team ist es besser, dann lieber beide Bludger zu nehmen, als versuchen, den dritten noch irgendwie zu halten. Aber wir sehen hier den Versuch von Björn, als sehr kleinen Menschen diesen doch sehr großen Spieler. Macht er gut. Er fordert ihn zum Wurf. Und den konnte Kevin abfangen. Genau. Kevin. Das, als Keeper gut tun. Und glänzt. Sie nehmen sich, glaube ich, einen Timeout. Ja. Glaube ich, mein Rat befolgt. Den ich ihnen vor dem Spiel auch gegeben habe, dass sie einen Timeout haben. Genau. Jetzt eine Minute zur Besprechung. Den wir da gerade herzend sehen, ist Philipp. Ich glaube, ihr kennt ihn. Wenn ihr schon länger zuguckt, kennt ihr seine Stimme hundertprozentig. Er ist nicht nur das. Heute, glaube ich, unser Hauptkommentator. Kommentiert die meisten Spiele und er macht das richtig gut. Er ist auch in Quidditch Europe sehr engagiert, möchte man sagen. Ja, also Philipp ist so jemand, den kennt man einfach, den kann man sich auch merken, ist ein cooler Typ. Ansonsten zu den Teams, also was wir hier sehen, sind viele Fehler von Hamburg. In der Offense wird da nicht konsequent auf die Hoops gegangen. Da wird gesehen, wir haben die Lücke und dann fehlt der Schritt zum Tor, dann fehlt der Schritt. Und diesen Schritt haben die Jena. Diesen Zug zum Tor, den haben sie einfach. Aber sie lassen sich schon sehr schnell einschüchtern von den Beatern. Das stimmt. Und sind da noch ein bisschen unsicher, was vielleicht die Aufstellung angeht, wie sie sich am besten vorlegen und um die Hoops herum positionieren, also wer trollt und wann es sinnvoll ist und wann eben nicht. Ich finde auch, Hamburg macht das hier ganz gut. Waren... sage ich mal, schon eher die Underdogs dieses Matches. Und die machen sich gar nicht schlecht. Also das ist noch voll. Kein Tor gemacht, aber von den Leistungen, die wir da so sehen, natürlich, es hapert so ein bisschen an. Immer noch kein Bieter, da kommt ein Bieter. Da kommen zwei Bieter jetzt, der Jena. Genau, es hapert ein bisschen noch an den Pässen in Hamburg. Und an den mit beiden Händen fangen Geschichten. Aber das Mädel war auch oft Blumen. Ach ja, Leute, ich mag das immer nicht, wenn Leute gebietet werden und sie steigen nicht ab. Ja, da sehen wir, Jena hatte eine Off-Boom-Situation vor sich liegen, ungefähr gefühlte 5 Minuten. Eine Off-Boom-Situation? Eine No-Blusher-Situation. Du hast mich mit deinen Booms ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, so viele Booms hier, da wird man auch gewirrt. Die Subbox hat das auch mitgekriegt von Jena gerade. Oh. Aber sie konnten auch mit einem Bludger auf Hamburger Seite was den irgendwie in der Intro verwandeln. Ja. So.
So, und hier starten wir wieder mit Malte, der, glaube ich, gerade zum ersten Mal in diesem Spiel um Pitch zu sehen ist. Nope, der war schon. Oh, dann habe ich ihn. Aber nur kurz. Dann tut mir das leid. Genau, Malte. Er droht hier ein bisschen. Sind wieder da. Malte beschützt auf jeden Fall auch den Koffel. Es gibt hier ein paar Pässe hin und her. Guter Zeitpunkt, um zu passen, aber... Sie passen in die Hände von der Nummer 19 aus Jena. Johanna Licht. Oh, was für ein schöner Nachname. Sie toll. Scheint wohl die Jüngste im Team zu sein. Ich sollte sich auf jeden Fall mit Agnes kurz schließen. Dann hätten wir zwei Küken. Agnes ist wie alt? Agnes ist jetzt 17. Sie durfte auf jeden Fall letztes Jahr zur DM zum ersten Mal auf einem offiziellen Turnier spielen. Echt cool. Was mit 16 erlaubt ist. Und sie spielt schon ein bisschen länger. Ich glaube, bei uns ist der Jüngste 19. Und das ist für uns schon echt kükenmäßig. Aber andere Teams, die haben auch einfach so junge Spieler und Spielerinnen. Ja. So Rosa das ist, zum Beispiel. Bestes da Beispiel. Ist noch so viel geworden. Drin. Das ist echt... Ja, man ja. sieht jetzt hier Agnes mit Vollsprint zurücklaufen. Vielleicht sieht man es auch nicht auf der Kamera. Wir sehen Agnes zurücklaufen und gleich wieder neben Tim aufklappen. Und Tim drive durch und hat da den Hang zum Tor, der bisher noch nicht da war. Schön. Das war wirklich gut gesehen. Da hat er gesehen, wann die Situation da war, für ihn durchzudriven. Und er hat es einfach getan. Das ist davon cool. wollen wir das, noch ein paar mehr sehen. Das Zitat der Wolfgang wird später sein, nicht zu null. Und da werden Sie sich freuen. Sie werden viel, glaube ich, aus diesem Spiel mitnehmen können. Ja. An Lernen. Vor allem, wenn man sich das Ganze im Livestream nochmal angucken kann. Oder ja. dann nicht mehr im Livestream, sondern im Nachhinein. Zu Hause. Da kann man nochmal wirklich analysieren und lernen. Und das ist... Ich finde das schön, auch so neue und frische Teams, sage ich mal, im Livestream zu haben. Weil da kann man auch, so blöd es klingt, da kann man auch die Unterschiede sehen. Also da ja. sieht man die Unterschiede zwischen den Teams und da kann dann auch das Team selber am meisten lernen. Ja, weil man es einfach nicht immer alles sieht, was man irgendwie falsch gemacht hat oder sich erinnert. Und, ja. Genau, Tim macht jetzt direkt nach seinem Tor den Seeker. Wir haben vor uns den Schnatz. Genau, wir haben auch eine extra Schnatzkamera. Für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal Bitte sehen, der Schnatz gibt 30 Punkte und beendet das Spiel. Der Spielstand ist gerade 10 zu 100 für Jena, die auch klar im Waffle Game hier überlegen sind. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass Hamburg wohl auf Cold Catch gehen wird, weil sie wohl realisieren, dass sie mit Mua. Drives wie diesen nicht hinterherkommen. Das war wirklich schade, weil der Ansatz von Kevin war gut. Er hat sich beschwert, warum Agnes zu ihm passt, weil der Pass nicht sinnvoll war. Aber das Beschweren hat zu lange gedauert, sodass Jena sich wieder den Ball holen konnte. Ja, hier sehen wir bei dem Schnauzen eine relativ guter Schnatzläuferin. Pass. Schade, abgefangen von den Jenern. Zwei relativ kleine Sucher, also ist das so ein... Die Nummer 23, ein Mädel hat jetzt hier gerade einen Drive angesetzt, passt aber lieber wieder zurück, um den Angriff langsam zu gestalten. Genau, und die 97, Aline, sehen wir hier ganz vor uns als Sucherin. Und oh, das war knapp! Das und war knapp. Tim nutzt jetzt seine Chance, drauf zu gehen, wie ich schon sagte, Cold Catch, aber da ist der Bieter da. Er hat eben ist er einem Bludger ausgewichen und konnte somit sich ein paar Sekunden. Da gab es schon einen Catch. Das ging ja. schnell. Ich weiß nicht, ob der mit beiden Händen war. Da bin ich mir nicht sicher. Es sah für mich ein bisschen so aus. Ich fand eigentlich, dass der ganz ordentlich aussah. Ja, sie hat Schauen nicht, wir mal. Ich glaube, es ist eine sehr junge, unerfahrene Schnatzläuferin. Wir haben sehr viele davon auf diesem Turnier. Ja. Neue Schnätze, neue Refs, was super schön ist, den Leuten auch Zeit zu geben, zu üben. Ich denke, der Catch ist gut. Einfach. Das war fix. Schade, da hätte Hamburg, glaube ich, auch noch... Ich glaube, generell wäre der Hamburger Sucher ein bisschen überlegen gewesen von der Technik, aber kam halt nicht ran. Darum geht es ja auch nicht. Letztendlich geht es darum, wer den Schnatz gefangen hat. Und wir haben wunderschöne Bilder, wie die Sucherin hier hochgeschleudert wird und sich freut. Es sieht aus, als wäre es der erste Catch für sie. Und den gönne ich ihr auch. Auf jeden Fall. Sauber gemacht. Wunderschöne die Chance genutzt, sich einmal... den Fehler der Schnatzläuferin ausgerichtet.
sich ja einmal mit dem Arsch in die falsche Richtung gedreht hat. Genau. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal das Standardritual. Das Anschielen für die anderen, für das jeweils andere Team und natürlich auch für die Referees und Zuschauer. Ja. Das war ein schnelles Spiel. Ich hatte gehofft, wir dürfen noch ein bisschen länger hier sitzen und reden. Ich bin nachher nochmal da. Oh, Pauli ist nachher nochmal da. Sie geht mir fremd. Ich werde mir das merken. Sie ist mir auch. Ach, Quatsch nicht. Ach, und ich glaube, man hört uns sowieso nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man uns noch hört. Ich hoffe, ich würde mich gerne nämlich noch verabschieden. Ich fand es sehr schön. Hoffe, dass ihr das Spiel genossen habt. Genau. Man sieht sich nochmal, man hört sich nochmal. Okay, bis dann. Uns wird gesagt, wir dürfen sogar noch reden.